Unser Thema in der heutigen Joyzone ist GTA 5. Und sogar Game-Kritiker wissen zum Teil nicht, was sie beanstanden sollen. Wir haben aber trotzdem zwei, drei kritische Punkte rausgenommen, was zum Beispiel auch Brutalität angeht. Und da möchte ich schon mal einen Kommentar reinnehmen von R.J. Und sie oder er sagt, also ich finde, dass nicht gut irgendwie tut es sicher viel zu Amokläufen motivieren. Hört man jedes Mal, glaube ich, wenn irgendein brutales Spiel rauskommt, wird sofort auf die Amokläufe wieder gespielt. Ich verstehe es nicht ganz. Natürlich ist es brutal und so, aber man entscheidet sich ja auch, das zu kaufen. Und wenn man es selbst zu brutal findet, kauft man es nicht. Aber gehst du mit mir einig, es kaufen da Leute, die vielleicht ein bisschen labiler sind, wo das irgendwie das Switch nicht mehr checkt zwischen fiktiver und realer Welt, oder? Ja, natürlich, aber solche Leute können auch in Horror- oder Actionfilme gehen und irgendwie Saw gucken und dann sich lustige Mordspiele überlegen. Also ich finde, GTA ist da keine Ausnahme eigentlich. Das ist einfach, die Diskussion geht immer wieder von vorne los. Obwohl so beim Game, Granit, macht man es ja selber. Also man steuert das Mändali mit den Knarren oder so, wo zwei Männer geht und den Abzug drückt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich mache das ja manchmal so oft zum Spass. Ja. Aber also, man darf es ja nicht. Ja, look, ich sage so, es nimmt dich schon ein bisschen mit. Mhm. Das stimmt schon im Fall. Mhm. Also wenn ich drei Tage durchgegamed habe, wenn ich nach diesen drei Tagen raus bin, das erste Mal, habe ich mich schon am Anfang ein bisschen komisch gefühlt und so ein bisschen Autos angeschaut und so, ob jetzt einer vielleicht zufällig einsteigt und so einen rausnimmt. Also Fragezeichen jetzt, ist das bei euch auch so? Oder kenne ich davon Fälle, wo das zum Teil auch so vorkommt, Damian? Also nein, bei mir ist es sicher nicht so, aber ich habe gerade gestern, ich arbeite in der Psychiatrie, und dann hat sich ein Patient das Game gekauft und ich weiss ja jetzt nicht, was bei dem könnte passieren. Mhm. Aber eben schlussendlich überlegen sie sich selber, ob sie das nicht dann switchen ins reale Leben oder nicht. Jetzt nehmen wir schnell kurz einen Stojan mit rein, der genau zu dem auch etwas hat. Und zwar sagt er, beim Waterboarding musste ich das erste Mal kurz leer schlucken bei einem GTA-Game. Vielleicht schon kurz Waterboarding. Ich probiere es jetzt zu erklären. Das ist eine Foltermethode, wo man irgendwie etwas über das Gesicht gelernt bekommt. Dann tut man Wasser einfach Personen so foltern. Sonst gehen Sie mal googeln. Dann findet ihr das ganz eine üble Sache. Dort musste er das erste Mal leer schlucken. Also, es passieren Sachen im Game, die nicht gut sind, Julia. Ja, das kann man, ja, das stimmt, aber ich glaube, das ist wiederum halt, das ganze Spiel ist ja als eine große Persiflage auf das amerikanische Leben. Mhm. Und das Waterboarding kommt ja genau da rein, weil die amerikanische Regierung das macht. Also da frage ich dich jetzt, soll man das Game auch gar nicht zu ernst nehmen? Überhaupt nicht, das darf man nicht ernst nehmen. Mhm. Weil, oder nein, sag schon fertig. Es nimmt sich auch selbst nicht zu ernst. In der ersten Szene nach dem Epilog, ohne jetzt zu spoilern, motzt Michael über seinen Sohn, der Videospiele spielt. Mhm. Also voilà. Man kann das Spiel nicht wirklich ernst nehmen. Bitte, Kreis wieder geschlossen. Granit, wie ernst soll man das Game nehmen? Nein, das kannst du jetzt wirklich nicht ernst nehmen. Mhm. Also ist gar nicht. Wer das ernst nimmt, ich weiß auch nicht. Ich glaube, die GTA, das sind ja meistens Politiker, die so das Zeug haten und so. Ich glaube, die haben einfach noch nie selber gegamed. Die sollten mal selber gamen. Also soll man es wirklich... Die bekommen auch Spass treiben. Man soll es nicht belächeln, aber man soll es nicht einfach zu ernst nehmen. Aber ich bleibe jetzt noch ein bisschen bei der Brutalität, weil das Game ist ab 18. Das hat auch einen Grund, wieso es ab 18 ist. Und Zara ist von der Choice on Love, ist heute wegen der Brutalität heute bei uns in Zürich auf der Strasse gewesen. Und jetzt sie hat von den Frauen wollen wissen, was sie sagen zu der Brutalität. Das Ballergame nicht? Ja, also ein Game, wo man auf Leute schiessen kann und ja. ich bekomme eigentlich gar nicht viel mit über. Ich habe eigentlich nur in der Zeitung gelesen, dass irgendeiner in London oder so abgestochen worden ist, wegen dem Game, wenn er der Erste war, der das hatte und so. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen krank, dass man so weit geht, dass man jemanden umbringt. Also ja, ich verstehe es nicht. Ja. Ich finde, es ist halt nicht so gut, wenn man wirklich Leute dazu motiviert, so Sachen zu machen. Auch. Also es ist ja eher also wirklich brutale Welt, die sie dort haben. Und ja, mehr Motivation, um das da dann auch durchzuziehen, braucht sie eigentlich nicht.